Du hast Benzin im Blut. Dann bist du hier genau richtig. Hier ist Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hier geht es um dich, hier geht es um deinen Job und vor allem geht es darum, dass du das bekommst, was du verdienst. Ich bin Andrea Patzelt und in der heutigen Folge geht es um das Thema Anschreiben. Anschreiben für deine Bewerbung. Und ich höre ganz oft so die Frage, sag mal, Andrea, brauche ich denn überhaupt noch ein Anschreiben? Reicht nicht einfach nur ein simpler Lebenslauf? Und ja, ein Lebenslauf reicht häufig so als Türöffner, auch jetzt, wenn du in Gesprächen zum Beispiel bist mit Personalberatern, mit Headhuntern. Wir machen das auch so, dass wir Bewerbern einfach sagen, schick uns einfach kurz deinen Lebenslauf. Wir gucken uns den an, wir rufen dich dann an und gehen dann ins Gespräch. Das ist dann eine Sache, dass die Hemmschwelle sehr schnell herabgesetzt ist, dass man sehr schnell ins Gespräch kommt und dann einfach auch im ersten Telefoninterview schon mal schauen kann, ja, passt es? Haben wir da eine Vakanz? Kommen wir da zusammen? Und doch, wenn du dann weitergehst und wenn, also jetzt in unserem Fall, wenn wir mit den Premium-Autohäusern arbeiten und da auch dann mit den Entscheidern, mit den Personalabteilungen, geht es häufig immer noch sehr, sehr konservativ zu. Also da sind viele Personaler dabei, die großen, großen Wert darauf legen, dass die Unterlagen vollständig sind. Also das heißt, ein Anschreiben, ein Lebenslauf, ein stimmiger Lebenslauf, ein Foto, Zeugnisse. Und wir haben da Personaler sitzen, die gucken sich jede Jahreszahl an und die lehnen Bewerber ab, wenn es da Unstimmigkeiten gibt. Und deswegen also meine Empfehlung für dich, wenn du dich jetzt um das Thema Bewerbung kümmerst, mach es von Anfang an vollständig, dann hast du es schon mal im Kopf, du hast es schon mal gemacht und dann kannst du dann entscheiden, ob du dann vielleicht erstmal einen Lebenslauf dann später rausschickst, aber du hast auf jeden Fall schon mal die Idee vom Anschreiben und bist vorbereitet. Ja, lass uns da einfach loslegen und du denkst jetzt vielleicht, wie fange ich denn an? Und ich weiß, das fällt vielen, vielen Bewerbern schwer, was auf Papier zu bringen. Also gerade so auch der erste Satz, das ist der schwerste. Und hinzu kommt natürlich auch, dass du im Premium-Bereich dich nicht irgendwie und irgendwo bewirbst und nicht einfach irgendwas immer wieder kopierst und dann hunderte Bewerbungen an die Unternehmen rausschickst. Also du machst es individuell, solltest du auf jeden Fall machen, damit du aus der Masse herausstichst und da wirklich einen Unterschied machst. Also du glaubst gar nicht, wie viel Bewerbungen wir jeden Tag bekommen und die sehen alle gleich aus. Und die haben häufig die gleichen Formulierungen, die haben häufig die gleiche Struktur und das ist gähnend langweilig. Also deswegen schau einfach, dass du da was anders machst und dass du einen Unterschied machst. Und du hast die Hausaufgaben jetzt, wenn du die letzten Folgen gehört hast und einfach die Impulse für dich auch genutzt hast, dann hast du an sich alle Voraussetzungen schon, die du brauchst. Also weil du weißt, wer du bist, du weißt, was du willst, du weißt, für welches Premium-Autohaus du dich interessierst, für welches Unternehmen du dich interessierst und auch warum. Und du weißt, was du mitbringst, du weißt, was du nicht mehr haben willst. Also das hast du alles schon gemacht. Wir haben über deine Einstellung gesprochen, wir haben über den Service-Gedanken gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass du dich in die Perspektive des Unternehmens mit hineindenkst, dass du auch schaust, wie kannst du wirksam sein für dieses Unternehmen. Also das haben wir alles schon gemacht. Deswegen lass uns erstmal jetzt loslegen mit der groben Struktur des Anschreibens. Das würde es dir leichter machen. Es gibt da ganz konkrete Vorlagen. Internet ist voll damit. Du brauchst da jetzt eigentlich nicht besonders viel. Also was vielleicht wichtig für dich ist, ist zu wissen, natürlich dein Anschreiben soll am Ende gut aussehen. Es soll gleichmäßig und gut lesbar sein, mit stimmigen Absätzen. Also empfehlenswert sind da so 3 Zeilen pro Absatz, das macht es dann leichter. Und schau, dass du bitte alles auf eine Seite bekommst. Ja, dann entscheide dich, ob du
ob du einen Blocksatz nehmen möchtest, wenn du schreibst, oder Flattersatz. Ich persönlich finde Blocksatz immer aufgeräumter, weil die Satzenden sonst so ausfransen. Also ich persönlich habe das so gerne, so lieber. Aber schau einfach, was für dich da besser passt. Das ist Geschmackssache. Entscheide dich für eine bestimmte Schrift, für eine bestimmte Schriftgröße auch. Ich persönlich arbeite gerne mit Arial und damit 12 Punkt. Auch das ist jetzt keine Vorgabe, spiel da ein bisschen mit den Schriften rum, die du zur Verfügung hast, und dann entscheide dich für eine. Das Entscheidende ist, dass du dabei bleibst, also dass du da jetzt nicht unterschiedliche Größen und Schrifttypen miteinander mischt und da jetzt kein kreatives Durcheinander bastelt, sondern dass das einfach eine klare, aufgeräumte, stimmige Situation ist, wenn jetzt der Entscheider dein Anschreiben liest. Ja, Bausteine, die da reingehören, sind natürlich deine Adresse, die Adresse deines Wunschunternehmens, deines Premiums-Autohauses, wo du hin möchtest, mit dem persönlichen Ansprechpartner. Dann kommt das Datum da rein, eine Betreffzeile, ganz wichtig, eine persönliche Anrede. Und dann kommt der Haupttext, der ist gegliedert in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Und dann kommt noch ganz zum Ende eine professionelle Grußformel und dann hast du es. Also das sind an sich so die Bausteine. Ich habe dir so eine Checkliste vorbereitet, die findest du in den Shownotes zum Runterladen, dass du einfach nochmal überprüfen kannst später, wenn du schreibst, dass du da nichts vergisst. Andrea-Patzelt.com. Ich habe dir ganz bewusst nichts vorgeschrieben, denn das ist deine Bewerbung. Ja, und mir ist es wichtig, dich dazu einzuladen, ein bisschen Zeit zu investieren und dir wirklich Gedanken zu machen. Also bitte, bitte, bitte kein Copy und Paste. Ich weiß, Internet ist voll. Du hast da alle Möglichkeiten, dir Vorlagen auszusuchen und die zu kopieren. Ich empfehle das nicht zu tun. Ja, bitte bring sprichwörtlich deine Handschrift ein, denn die unterschiedlichen Autohäuser, die brauchen einfach eine eigene Ansprache. Ja, so eins für alle, das funktioniert nicht, und es soll ja deins sein. Ne? Und ich kriege jeden Tag lieblose Bewerbungen, ich habe es dir erzählt. Also schau einfach, dass du dir die Zeit nimmst, besonders zu sein. Und ich bin mir sicher, dass der Entscheider, der das dann liest, der wird es spüren. Ja, und der wird einfach dann einen ganz anderen Eindruck, ganz anderen ersten Eindruck haben, wenn er deine Bewerbung in den Händen hält und das einfach auch ganz anders wahrnehmen und lesen. So, Struktur steht. Lass uns loslegen mit der persönlichen Begrüßung. Ja, persönliche Begrüßung ist mir ein persönliches, ganz wichtiges Anliegen, dass du herausfindest, wer ist dein Ansprechpartner. Ja, es gibt so viele Bewerbungen, da steht einfach: sehr geehrte Damen und Herren. Ich will das nicht lesen. Ich möchte einfach gerne, dass sich der Bewerber vorher Gedanken macht und sich darum kümmert, wer der korrekte Ansprechpartner ist. Das steht entweder in der Anzeige drin. Wenn das in der Anzeige nicht drin steht, wenn der Personalabteilung drin steht, dann google das, schau im Internet nach, schau auf der Unternehmenswebsite nach, frag Bekannte, die du kennst, die im Unternehmen arbeiten, schau auf den Portalen wie Xing oder auf LinkedIn, oder nimm einfach den Telefonhörer in die Hand und ruf in der Zentrale vom Unternehmen an und frag einfach, wer in der Personalabteilung zuständig ist. Ja, also dass du einen Namen hast, also bitte schreib nie sehr geehrte Damen und Herren, und dann schreib den Namen des Ansprechpartners korrekt. Ja, schreib, achte darauf, dass die Schreibweise richtig ist, dass wenn der Schmidt heißt, dass du sicher bist, dass das DT geschrieben wird. Ja, nicht TT oder nur mit D. Also dass diese Kleinigkeiten stimmen und dass du dir die Mühe gibst, wirklich auf den Fokus, auf die persönliche Begrüßung, auf den richtigen Namen dann zu legen. Ja, es geht los mit: sehr geehrte Frau Schmidt, sehr geehrter Herr Schmidt. Du kannst auch sagen: guten Tag, Herr Schmidt, guten Tag, Frau Schmidt. Ich persönlich schreibe gerade, insbesondere wenn ich schon Kontakt gehabt habe mit der jeweiligen Person, ich schreibe immer gerne: liebe Frau Schmidt oder lieber Herr Schmidt. Das ist für manche zu nah. Es ist immer so mein persönlicher Stil gewesen. Ich mag das gerne. Entscheide selber, was für dich passt, und dann bleib dabei. Dann, wir haben am Anfang drüber gesprochen, der erste Satz ist wichtig. Ja, mach ihn besonders. Verzichte auf so Floskeln wie
Sehr geehrter Herr Schmidt, mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige auf StepStone gelesen. Das steht in fast jeder Anzeige drin. Also verzichte darauf, schau, dass du da einen besonderen ersten Satz machst. Da kannst du eine Frage stellen, da kannst du Bezug nehmen auf ein Gespräch, was du geführt hast schon. Und du kannst dich bedanken. Bedanken geht immer. Wenn du also jetzt im Vorfeld schon mal eine Frage gestellt hast, da hatten wir in der letzten Folge drüber gesprochen, du hast schon mal jetzt mit dem Entscheider gesprochen, du hast schon mal mit der Dame oder dem Herrn aus der Personalabteilung gesprochen, dann kannst du dich bedanken für das freundliche Gespräch, das Telefongespräch. Ja, und dann hast du den ersten Satz. Ja, also dass du da gleich loslegst. Wenn du den ersten Satz hast, steigst du gleich ein mit dem, was spannend ist für das Unternehmen. Also was für einen Nutzen bringst du mit und zeig, dass du dich konkret mit der Stellenausschreibung beschäftigt hast. Das haben wir in der letzten Folge so schon gemacht, Stück für Stück, Satz für Satz geschaut. Was passt von der Stellenbeschreibung? Was bringst du mit, was bringst du nicht mit? Und du hast dich damit auseinandergesetzt. Das kennst du schon. Details. Also all das, was du schon mal gemacht hast, das gehört nicht ins Anschreiben rein. Das schreibst du später in den Lebenslauf. Da kümmern wir uns in der nächsten Folge. Hier geht es einfach nur darum, warum genau du dich für das Unternehmen und die Stelle interessierst und das einfach aus der Perspektive des Unternehmens. Also nach dem Motto, was hat das Unternehmen davon, dich näher kennenzulernen? Und wenn du da so schreibst, dann guck doch mal, ob du das eine oder andere Ich durch ein Sie ersetzen kannst. Oder das eine oder andere mich durch ein ihr, ja, das bedeutet einfach formulier um, dass du einfach dich noch spannender darstellst, dass du noch mehr Nutzen formulieren kannst, sodass einfach auch dann der Entscheider sagen kann, ja, das kann ich mir gut vorstellen, das könnte gut passen. Andrea-Patzelt.com. An der Stelle noch ein anderes Wort und noch ein weiteres Wort zu deiner Sprache. Formulier so, dass du auf Augenhöhe mit dem Entscheider schreibst. Also sei bitte nicht zu höflich, ne? Und sei du selbst und verstell dich jetzt in dem Anschreiben auch nicht. Ja, du brauchst natürlich exzellentes Deutsch, doch bitte verwende nur Wörter, die sich für dich stimmig anfühlen und die du richtig schreiben kannst. Ne? Also achte auf klare Sätze, einfach und geradeaus. Verzichte auf Konjunktive und auf Weichmacher, denn das vermittelt Unsicherheit. Ne? Und du willst definitiv nicht unsicher wirken, du willst überzeugen. Also schreib im Präsens, das klingt lebendig, streiche alle Füllwörter, die du nicht brauchst. Und das findest du raus, indem du immer wieder das, was du geschrieben hast, sehr laut vorliest. Das mache ich gerne auch so, wenn ich Texte schreibe. Ich lese es mir dann nochmal laut vor und wenn sich da irgendwas komisch anhört, dann gehe ich da nochmal drüber. Ja, also so streich da das eine oder andere raus, was überflüssig ist oder stell irgendwas um oder wähle eine andere Formulierung. Also so lange, bis ich das Gefühl habe, ja, passt. Lass uns weitermachen. Also wenn der erste Teil dann fertig ist, machst du weiter mit dem Hauptteil, wo es um deine Motivation geht, wo du reinschreibst, wer du bist, was du kannst, worin du gut bist, das, was du im Elevator-Pitch geübt hast und schon gelernt hast und jetzt einfach so rausfließen sollte. Und sei einfach auch nicht schüchtern dabei. Also der Entscheider soll schon sehen, wo du deine Stärken hast. Und ich sehe ganz viele Bewerbungen, wo dann drin steht, ich bin teamfähig oder ich bin belastbar oder ich bin organisiert. Und dann denke ich mir, ja toll, das sind wir ja alle. Also schön ist, wenn du das bist, dass du das dann belegen kannst. Also wenn du organisiert bist oder wenn du ins kalte Wasser springst und schnell erfolgreich bist, dann kannst du so Formulierungen sagen, dass du, als deine Kollegin plötzlich ausgefallen ist, dich blitzschnell in ihren Aufgabenbereich eingearbeitet hast und innerhalb von, 6 Wochen 3 Neukunden akquiriert hast oder die Kundenzufriedenheit signifikant um x% verbessert hast. Also sowas in der Art, dass einfach dann derjenige, der das da liest, sagen kann, aha, die hat sich damit beschäftigt, die bringt die Praxiserfahrung mit, die kann das. Ja. Und wenn du Referenzen hast, ist das natürlich toll. Her damit, schreib das rein, Name, am besten gleich Telefonnummer und ein Stichwort, sodass dann einfach der Entscheider auch weiß, wo er einfach deine Aussagen nochmal konkret überprüfen kann.
Also das wäre natürlich fantastisch. Also wenn du da Referenzen anbieten kannst, das macht das Ganze noch glaubwürdiger, noch authentischer. Häufig wird erwartet, dass da oder wird gefragt nach Gehaltswunsch und Kündigungsfrist. Ich persönlich empfehle dir, Gehalt immer persönlich zu besprechen, wenn es nicht anders geht. Gib eine Gehaltsspanne an, sodass du einfach da, jetzt wo du noch nicht weißt, in welchem Budget sich dann diese Position bewegt, dass du da Spielraum behältst und dich da nicht vorschnell aus dem Rennen schießt. Kündigungsfrist schreibst du natürlich rein. Na, wenn es eine lange Kündigungsfrist ist, dann kannst du signalisieren, dass du bereit bist zu sprechen, ob du da gegebenenfalls auch früher zur Verfügung stehen kannst. Na, also das signalisiert einfach, du bist dann einfach kooperativ und bist offen dafür, einfach da eine gute Lösung, eine schnelle Lösung auch für das neue Unternehmen zu finden. Ganz zum Schluss die Grußformel. Auch hier ganz klassisch freundliche Grüße mit freundlichen Grüßen. Ich schreibe passend zu, lieber Herr Schmidt, ich schreibe herzliche Grüße. Auch das ist Geschmackssache. Mach das so, wie sich das für dich richtig und stimmig anfühlt. Du kannst dann schreiben, freundliche Grüße aus München oder mit freundlichen Grüßen nach Heidelberg und dann dein Namen, Vorname, Nachname. Und ja, damit hast du es. Das dein Anschreiben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Schreiben. Ich weiß, das dauert seine Zeit. Das ist auch nicht ganz leicht. Und wenn du nicht auf Anhieb den ersten coolen Satz hast, dann fang an. Und der erste coole Satz, der wird dann kommen. Ich verspreche es dir, dass du dann hinterher, wenn du dann dein Anschreiben fertig hast, wirklich das Gefühl hast, ja, das ist meins. Und du stehst dahinter und du hast dann einfach eine Grundlage geschaffen, auf die du stolz sein kannst und mit der du dich wunderbar bewerben kannst. Ja, also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. In der nächsten Folge geht's weiter mit deinem Lebenslauf. Ich freue mich. freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Schreib mir dein Feedback gerne, wenn du Anregungen hast. Schreib mir deine Erfahrungen, schreib mir, was du brauchst. Und ja, bis bald. Liebe Grüße, deine Andrea. Andrea Patzelt. Die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Du möchtest einfach mehr? Dann geh jetzt auf andrea-patzelt.com oder schicke eine E-Mail an podcast@andrea-patzelt.com. podcast@andrea-patzelt.com.